Ja, happy Glückwunsch, Melanie. Danke. 3:0. Ihr habt damit heute den Klassenerhalt gesichert. War ein hartes Stück Arbeit in dieser Saison. Ja, es war ein hartes Stück Arbeit und gut, unser Ziel ist, glaube ich, wie die letzten Jahre auch der Klassenerhalt. Das haben wir geschafft. Wir haben Höhen und Tiefen gehabt. Wir waren, wenn wir personell richtig gut besetzt waren und es waren alle da, dann haben wir die Spiele auch gewonnen und dann hat man auch gesehen, dass es wirklich schwierig ist, gegen uns Punkte zu holen. Und ich denke, so wie in jeder Mannschaft auch, wenn natürlich dann ein paar Leute fehlen aus irgendwelchen Gründen mit Arbeit und so, ja, da haben wir halt dann die entscheidenden Spiele verloren. Aber ich denke, wir haben jetzt in den letzten 3 Spiele, haben jetzt nochmal alles gezeigt, haben nochmal alles rausgehauen, haben das wirklich auch dominiert und man hat auch gemerkt, dass wir es wollen gewinnen und ja, das haben wir geschafft. Heute gegen die DJK, ja, es war schwierig. Wir hatten in der ersten Halbzeit viel, viel Platz und ja, wie es dann so ist, haben wir uns natürlich dann auch ein wenig reinkämpfen müssen. Und ja, letztendlich denke ich, geht der Sieg für uns in Ordnung. Und ja, wir freuen uns jetzt erstmal, dass die Saison vorbei ist. Und ja, wir haben auch nicht mehr lang Zeit. Also wir haben jetzt gerade 5 Wochen vielleicht noch Pause und dann startet schon wieder die Vorbereitung auf die neue Saison. Das Team bleibt so zusammen? Nee, wir müssen leider auf einige Leistungsträger verzichten. Michel Bregitzer, was natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Person ist und auch viel Stabilität in die Abwehr bringt, wird ihre Karriere beenden. Und die Maria Maschek, auch noch eine ganz wichtige Größe bei uns in der Abwehr, in der Innenverteidigung, hat aufgrund von Knieproblemen, wird sie auch ihre Karriere beenden. Ja, wir schauen einfach, was kommt. Es kommen von den Mädchen auch noch welche runter oder zu uns, zu den Damen. Und wir schauen, dass wir die einfach bestmöglichst integrieren können und ja, dass wir nächstes Jahr dann auch wieder in der BOL starten können. Freuen wir uns. Werdet ihr die Saison nochmal analysieren in Ruhe? Ja, ich denke, ja, beim Trainingsauftakt oder so. Aber jetzt erstmal, ja. Ich denke, wir machen einen Haken dran. Wir freuen uns einfach, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und schauen einfach mit ja, ganz neutralen Augen, was uns die nächste Saison so bringt. Also herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Danke. Wir sehen uns in der neuen Saison wieder. Hoffentlich. Und vielen Dank für deine Unterstützung bei uns, bei den Heimspielen. Es war immer schön, wenn du dabei warst und mit uns mitgefiebert hast. Vielen Dank an der Stelle, lieber Peter. Und wir begrüßen dich nächste Saison auch gerne wieder bei uns. Lieben, lieben Dank und feiert einfach heute. Das machen wir. In diesem Sinne, grüß das Team. Das mache ich. Grüß bitte Lisa von mir, die habe ich heute ein bisschen vermisst. Ja, die ist auf Festival, die schwingt ihre Körper da in der Musik. Die hat leider heute. So, gespielt, Musik ist wichtiger als Fußball. Ich muss mal ein ernstes Wort mit ihr reden. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Erstes Spiel nach der Winterpause für euch Gollhofenerinnen. Wie ist die Erkenntnis nach dem Spiel heute? Ja, wir haben uns vorgenommen, eigentlich so gut wie es geht dagegen zu halten. Ich glaube, es ist uns in der ersten Halbzeit eigentlich relativ gut gelungen. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen oder Veitshöchheim war einfach im entscheidenden Moment halt nicht konsequent genug und wir haben es gut wegverteidigt. Ja, ja, wir haben zwischendurch die Passwege gut zugemacht, ja, wir dass der letzte Ball nicht durchkam. Ja, der erste Minute haben wir natürlich geschlafen, wir waren einfach noch nicht da. Das war ärgerlich, ja, dass wir da gleich nach einer Minute 1-0 in Rückstand geraten. Dann haben wir uns eigentlich ganz gut gefangen, denke ich. Und wenn wir vor der Halbzeit da das 1-1 dann noch machen, dann gehen wir da vielleicht noch einmal ein bisschen anders ran. Aber ja, dennoch, denke ich, haben wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Und wir schauen jetzt einfach zuversichtlich, was noch kommt und gucken halt, dass wir einfach noch ein paar Punkte sammeln können. Fazit für eure Offensive heute? Ja, für die Offensive, ja, Torchancen nutzen. Also wenn man wenige Torchancen hat, dann muss man sie halt auch nutzen. Ne? Aber das sagt sich halt immer so leicht. Ja. Die Marschroute fürs nächste Spiel? Ja, da müssen wir jetzt ganz klar punkten. Wir kommen mit TG Schweinfurt. Ich denke, das ist ein Gegner, der uns vielleicht dann auch ein bisschen auf Augenhöhe entgegenkommt. Und da heißt es ganz klar, da müssen wir punkten. Ja, da müssen wir uns reinhauen und schauen, dass alle da sind. Und dann bin ich da guter Dinge, dass wir da auch was mitnehmen. Bin ich auch. Ich drücke euch den Daumen. Dankeschön. Grüße ans Team und Spiel noch mal kurz analysieren. Ja, genau. Nach nächsten Training abhaken und auf das nächste Spiel. Genau, abhaken, Mund abputzen. Ich denke, es gibt Schlimmeres, als gegen den Tabellenführer zu verlieren. Ja. Genau.
ja, wir machen weiter. Danke, Melanie. Sehr gerne. Die Null heute. Ich bemühe mich. Ja. Es war jetzt eine lange Saison. Aber ich will, dass wir heute noch mal ein letztes Mal zeigen, was in uns steckt. Ein letztes Mal jeder für jeden. Ein letztes Mal zusammenhalten. Ein letztes Mal von Anfang an zeigen, wer hier daheim ist. Ein letztes Mal für die Michelle, für die Franzi, für die Maria. Ein letztes Mal für uns. Ein letztes Mal den Sieg, ja! Ja! Auf geht's! Thank you.
fresca dying, but it's getting breezy. Stick around even though I'm hearing my heart go. What the hell is this? Menagerie with all my long hair. Not a old perfume of happiness. Is a little too sweet for me, but so did I know. And I'm hearing my heart. Second coming. If I ever slip, no need for judgment. I get up and I fall. When I'm hearing my heart cool, take a sip of your pride and spit it out. At least you tried it. Took the part, forgot the lines. When I lose the pulse, echoes through my mind. The curtain is closed. When I'm hearing my heart. Viertelstunde noch zu spielen mit Nachspielzeit. Ja, schaffen wir. Ihr seid glücklich heute, oder? Ja. Starke, bis kompakte Leistung mit intelligenten Pässen, ja, in die Schnittstellen. Ich finde, in alle Belange sind wir bisher die bessere Mannschaft. Ja, verdiente. Bis jetzt führen wir verdient 3:0. Ja, das sehe ich auch so. Dann bringt's nach Hause. Ja. Dann sehen wir uns nachher nochmal. For tonight, I let it live, I let it live. The wind on my shoulder.
But now you remember. Oh, I remember. Glücklich heute? Ja, sehr. Welthäuserin. Ja. Ich habe heute nicht das Spiel denn gesehen von hinten vom Tor? Du hattest ja nicht so viel zu tun heute. Ich konnte schön zuschauen heute. Ich glaube, es war mega gut, dass wir gleich zwei Tore geschossen haben, dass wir da gleich mal ins Spiel gekommen sind, dass auch die Schweinfurter wussten, dass da heute nicht viel zu holen ist. Hat uns auch einen Push gegeben, hat uns auch ein bisschen Sicherheit gegeben. Wir haben dann in der ersten Halbzeit ein bisschen nachgelassen, hat über Streckenweise ein bisschen auch so ein bisschen das Energische gefehlt. Aber haben dann in der zweiten Halbzeit mit dem 3-0 dann wieder den Weg geebnet und dann, ja, ging's so dahin. Schön. Ich freue mich. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Die ersten 20 Minuten habt ihr stark gespielt. Ihr habt von hinten raus gut gestanden. Der Spielaufbau war gut. Ihr habt früh attackiert, Pressing gespielt. Und dadurch sind auch die ersten zwei Tore eigentlich entstanden. Und ja, und wie du schon gesagt hast, dann war ein bisschen Durchstrecke. Habt euch dann wieder gefangen. Aber letztendlich über die Zweikampfstärke auch in der zweiten Halbzeit, auch wenn es teilweise ein bisschen grenzwertig war nachher, die gelben Karten waren schon in Ordnung. Aber ihr habt das Spiel beherrscht heute und damit absolut verdient, auch in der Höhe. Glückwunsch. Vielen Dank. Auf unseren Heimsieg! Ein Dreifach, kräftiges! Singen, 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 singen! Singen, 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 singen! Singen, 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 singen! Schuss! 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 Schuss!
as we try to get it right. Oh, we forget to live our lives. We spend all of our time, but everyone just seems so standstill. Come on, yeah. Oh, I know that I'm alright, but my fucking heart can't reach my mind. Every time I try, I just don't seem to find whatever is behind. Will not be. Let's go.